Wiesen, Wälder und Hügel, wie es sich für die Eifel gehört. Doch was die meisten nicht wissen, das war nicht immer so. Einer, der es weiß, ist Martin Lehne. Die Besucher und Besucherinnen des Museums sind immer wieder erstaunt, wenn ich ihnen sage, vor 400 Millionen Jahren sah die Welt ganz anders aus als heute. Martin ist ehrenamtlicher Museumsführer im Geomuseum Devonium in Wachsweiler. Ja, der Name Devonium ist angelehnt an das Erdzeitalter Devon. Das Devon liegt etwa 400 Millionen Jahre zurück in der Vergangenheit. Viele Dinge damals waren anders. Es gab kein Gras, kein Strauch, keine Tierstimmen, keine Menschen. Es war eine stille und schweigsame Welt. Die Eifel lag nicht da, wo sie heute liegt, sondern 7000 Kilometer entfernt in einem Delta, das zu dem Großkontinent Laurussia gehörte, der um den Äquator lag und dessen Flüsse nach Süden ihre Fracht ins Meer ausschüttete. Beweise dafür findet man noch heute in der gesamten Region. Wer möchte, kann auf dem Devonpfad um Wachsweiler wandern und selbst auf Fossiliensuche gehen. Oft reicht es, hierfür kleinere Steine auseinanderzubrechen. Beim genauen Hinsehen erkennt man die Abdrücke der maritimen Fossilien. Und man findet vornehmlich muschelartige Fossilien in unserer Gegend. Ja, ein Highlight dieses Museums ist der Riesenskorpion, der hier im Wachsweiler Delta lebte. Und hier können Sie sehen, anhand der Abdrücke, wie groß die Greifzangen dieses Exemplars sind, womit er seine Beute ergreifen konnte. Er war bestimmt der größte Räuber hier in Wachsweiler Delta. Der konnte bis zu 2 Meter groß werden. Und die richtige Größe kann man hier an der Decke noch mal sehen. Alle Fossilien, die im Devonium Wachsweiler ausgestellt werden, stammen aus dem nahegelegenen Steinbruch Köppen. Bereits in den 60er Jahren fanden Urzeitforscher hier erste Relikte vergangener Zeitalter. Diese Funde waren so bedeutend, dass die Gemeinde Wachsweiler sie seit 2006 im Devonium ausstellt. Doch das eigentlich Interessante, das sich hier ereignet hat, waren nicht die Tiere, sondern die Pflanzen. Leben gab es vor der Devonzeit nur im Wasser. Und im Devon begannen die großen Veränderungen. Die grüne Revolution begann, das heißt, die Pflanzen gingen an Land und haben das Land besiedelt und für sich erobert. Dieser Vorgang, diese Entwicklung wird hier dargestellt. Und eine ist da sogar dabei, die gibt es nirgendwo als Fund. Das ist die Copenia eifelensis, auf die wir besonders stolz sind. Über Millionen von Jahren entwickelten die Pflanzen Stützgewebe, um ohne den Halt von Wasser trotzdem stabil in die Höhe wachsen zu können. Sie bildeten Wurzeln und Wasserleitsysteme, um nicht zu vertrocknen, und Spaltöffnungen für die Aufnahme von CO2 aus der Luft. Dass hier ein Wachsweiler einem Flussdelta gelegen hat, das überrascht die meisten Gäste schon. Das freut einen schon als Museumsführer.